Hallo zusammen, ich bin Vanessa im zweiten Lehrjahr als VG in der Senevita Obstgarten und heute zeige ich euch mehr von meinem Berufsalltag. Die Sonnenseiten an meiner Lehre sind, dass mir die Leute viel Vertrauen schenken und dass sie sehr vielseitig ist, weil jeder Mensch anders ist. Hier bin ich am Blutdruck-Puls-Messen. Wichtig zu beachten, dass man beim Blutdruckmessen die Manschette richtig anlegt und den Puls erspürt, wenn man ihn nicht mehr spürt, die Luft von der Manschette ablässt. Dass die Bewohnerin immer in Bewegung bleibt, mache ich mit ihr viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Laufen oder Fitnessübungen. Als VG messest du auch Blutzucker, messen, um zu kontrollieren, ob die Werte in Ordnung sind. Da richte ich gerade das Medikament für den Mittag. Da es wichtig ist für die Kontrolle des Medikaments, muss immer nur zwei Personen darauf schauen. Wenn du VG werden willst, dann musst du einfühlsam sein, dich auf jeden Bewohner neu einstellen und natürlich immer freundlich und offen sein. Das war ein kleiner Einblick in meinen Berufsalltag. Senevita betreibt 20 Häuser in der Schweiz, wo du als VG arbeiten kannst. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch jetzt. Ich würde mich freuen auf eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen.